Jetzt hat der Kopf Holster an. What the fuck? Ich hab... Was ist das für ein Bug? Hä? Kann ich jetzt Leute an... What the fuck? Wie das aussieht? What the fuck? Was? Wie, das schaff auch echt nur ich, Alter. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir, dem Razer, und euch, dem Zuschauer. Ja. Ja, wir sind jetzt in der neuen Version von LSPD FR 0.3. Und warum ich jetzt als Michael starte, liegt ganz einfach daran, weil die Entwickler... Boah, war das gerade... egal. Weil die Entwickler ein bisschen was geändert haben am LSPD FR. Denn wir können jetzt hier in der Polizeiwache reingehen und hier unseren Dienst starten, sage ich mal. Und, das wollte ich einfach mal ein bisschen zeigen. Ich weiß, es ist eigentlich genauso unspektakulär wie sonst auch. Deswegen habe ich das eigentlich auch sonst immer übersprungen. Aber ich dachte mal, ich zeige das jetzt einfach mal, gerade wegen der neuen Version. Ne, das ist ganz normal. Man kann hier wie immer seinen Typen auswählen. Wir nehmen einfach den hier, weil, ja, wir können dann, sollen wir mal einen Hut nehmen? Ey. Okay. Jetzt okay. So, okay. Wir nehmen den da. Die haben neben dem Ding zwar nicht viele Sachen geändert, aber die haben an den Kleinigkeiten gearbeitet. Es ist jetzt vieles ein bisschen verständlicher gemacht. Und einfach, es greift irgendwie ein bisschen mehr ineinander, habe ich so das Gefühl. Zum Beispiel kann man jetzt einstellen bei im Endmenü, dass man nicht mehr available ist. Das muss man jetzt kurz stehen bleiben für scheinbar. Das ist ja super. So. Dann kriegen wir zum Beispiel keine Callouts rein. Das wollen wir aber eigentlich jetzt gar nicht haben. Deswegen machen wir das wieder auf Ja. Wir können auch ganz viel anderes machen. Wir können auch die. Also, das erkläre ich, glaube ich, einfach alles, wenn wir es dann brauchen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal, also, wenn ich ein bisschen leiser klinge heute, liegt daran, weil wir gerade 3:30 morgens haben. Und ich noch unbedingt, boah, das Tearing ist richtig krass, Alter. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ist V-Sync denn aus? V-Sync ist an. Warum tiert das so krass? Egal. Das, gucke ich dann später nochmal. Wir steigen jetzt mein Auto. Wir können jetzt hier noch ein Auto wählen. Press E to select a car. Hallo. Ah, okay. Ist wohl ein bisschen fimmelig noch. Und ja, auch das ist eigentlich komplett gleich. Wir können jetzt unser Auto auswählen. Ja, ist ja okay. Wir nehmen den hier. Und fahren einfach mal auf Streife und gucken mal, was passiert. Jetzt will ich auch die Dinger hier toggeln, ne? Geht das jetzt? Sind die weg? Okay, die sind weg. Was habe ich gemacht? Egal. Wir machen Catch Up the Pursuit. Ich habe so keine Ahnung, was ich gemacht habe. Danke, du Arsch. Apropos RAM. Die haben das RAM-System verbessert. Die KI haben sie verbessert, haben sie zumindest gesagt. Die Leute fahren einem jetzt nicht immer rein. Das finde ich super. Oh, hoch, jetzt bin ich eben reingefahren. Also ich bin eigentlich genauso schlecht wie die. Aber ich reg mich einfach immer nur darüber auf. Das ist halt der Unterschied. So. Ja, wir müssen jetzt hier verfolgen. Mal gucken. Und es wurde eine Menge verbessert eigentlich. Es wird halt, wie gesagt, in den Feinheiten wurde geschliffen. Oh. Und falls ihr euch fragt, warum die Autos nicht mehr anders aussehen, liegt daran, weil ich die Gelegenheit der neuen Version mal genutzt habe und mein GTA von Grund auf neu gemoddet habe. Was mich jetzt circa 2 Stunden meiner Lebenszeit gekostet hat. Aber naja, das war es wert. Oder es ist wert, sagen wir so. Wir haben das Backup-Menü auch verbessert. Wir können jetzt hier Local Patrol auswählen und alles. Und die spawnen jetzt, man sieht schon, die spawnen jetzt auch vor dem Typen. Das heißt, dass wir die nicht ständig hinterherfahren, sondern dass sie quasi direkt davor spawnen. Alter, jetzt fahr doch mal hier. Aber das finde ich gut, dass die KI nicht mehr so aggressiv ist. Das ist geil. Was machen die da? Hallo, da ist da unten. Was macht der Typ da unten?
Okay, Moment. Wie kommen wir da jetzt runter? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Okay, Moment. Wie kommen wir da jetzt runter? Das ist irgendwie blöd. Warte mal. Lalala, wir fahren hier mal ein bisschen um den Block. Müssen wir eben hier runter. Oh, ah! Okay, wir sind unten. Okay, warte mal, wir sind nicht nach da unten? Scheiße. Ich gesell mich mal zu dir. Zu dir, Junge. Wo ist denn der Typ? War das der da? Ich glaube schon. Boah, jetzt weiß ich, warum ich keine Mütze genommen habe, ey. Gut, das war super. Ich kann dir auch überhaupt nicht zeigen, was alles neu ist, weil man kann nämlich jetzt auch einen Krankenwagen rufen. Ich habe übrigens auch noch keine Callouts und sowas drin, weil die müssen dann logischerweise alle noch geupdatet werden. Und bevor da was instabil wird, machen wir das mal lieber ohne Callouts erstmal. Alter, jetzt bleiben die alle hier stehen oder was? Also merkt auch, die LSPFA ist lang nicht fertig. Da gibt es immer noch eine Menge Sachen, die einen ein bisschen auf die Palme bringen können. Zum Beispiel, dass sie gerade, dass sie keinen Platz machen. Ich mache mal eben den God-Mode aus, mal wieder. Ja, da werden gerade Leute umgefahren, das ist natürlich logisch. Genau, wir können jetzt eigentlich auch mal einen Traffic-Stop machen. Bei nicht an dem Typen hier. Wir fahren mal raus. Pursuit of Armed Suspects. Terminal. Wo ist ein Terminal? Nö, komm. Muss es nicht sein, das sollen die machen. Wir halten jetzt mal jemanden an. Das machen wir jetzt mal. Wen halten wir an? Wir halten den hier an. Der sieht doch nach einem Schwerverbrecher aus. Machen Sie bitte rechts ran. Hallo. Achso, vielleicht sollte ich hier anmachen. Weißt du, ich bin schon wieder voll raus. Okay, Suspect has come to a stop. So, dann steigen wir jetzt aus und machen jetzt hier Close Nearby Roads. Das soll schlichtweg verhindern, dass die Leute einem ständig hinten drauf fahren. Dass da einfach keiner mehr nachspawnt jetzt quasi. So. Und dann gibt es noch was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, mit dem, Action None. Moment, da müssen wir jetzt Waffe auswählen. Was habe ich denn da noch? Ach, ein Taser, genau. Ist ja auch noch. Nee, das wollte ich gar nicht. So, Action Idle Head, der soll die Waffe rausnehmen. Hallo, nimm dein, nicht den Taser. So. Okay, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie nicht so geil, dass der den jetzt immer wegsteckt. Was soll denn die Scheiße? Okay, ich bin ein bisschen... Drink coffee, eat donut. Idle, Moment. Oh, Entschuldigung. Nein. Jetzt hat der Kopfholster an. What the fuck? Ich hab... Was ist das für ein Bug? Hä? Kann ich jetzt Leute an... What the fuck? Wie das aussieht. What the fuck? Was? Wie, das schaff auch echt nur ich, Alter. Nein, nicht. Okay. Moment, wir müssen das mal kurz beheben. None ist nicht ganz richtig. Machen mal Available for Calls. Wie beheben wir das denn jetzt? Ins Auto einsteigen? Das ist doch scheiße. Ah, okay, jetzt geht's auch. Okay. Okay. Was auch immer das jetzt war, wir reparieren mal schon die Karre. Ich habe keine... Okay, pass auf, wir ordnen uns mal hinter dem einen hier. Und halten den dann gleich an. Ich probiere das jetzt auch mal ein bisschen realistischer zu spielen, mit ein bisschen mehr Roleplays mal... Oh, fuck, da kommt grün, so. Wir halten, Alter, wie fährt denn? Guck mal, der fährt schon so behindert, weißt du? Der hat bestimmt Alkohol im Blut. Hallo. Activating your sirens. Okay, jetzt. So. Oh, ich glaube, mein Fix Wheel Turnback funktioniert nicht.
Ne, funktioniert nicht. Okay, da muss ich mich noch drum kümmern. So. Einen wunderschönen Tag. Ich hätte mal gern Ihre ID. Ja, Kiflom, genau. Vielen Dank für die Blumen. Fred Bellick, Junge. Bester Name. Ah! Nicht über den Kopf fahren, bitte. Hallo. Fred Bellick. Muss mir den Namen merken, weil... Ja. Fred Bellick. Wahrscheinlich voll falsch ausgesprochen. License is expired. Was sagen Sie denn dazu? Ich glaube, wir machen nochmal kurz einen Number Plate Check hier. Vehicles Record Check. 6 7 YH V552. Ist das richtig? Ich glaube schon. Also den nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, seine Karre ist zumindest nicht geklaut oder sonst irgendwas. Dennoch, ihre Fahrerlizenz ist expired. So, das heißt, dass sie jetzt bitte aussteigen und mitkommen. Ey, stehen bleiben. Okay. Also es gibt auch noch ein paar neue Features, zum Beispiel, dass die Leute jetzt auf den Boden gehen, was ein bisschen besser aussieht, als wenn die so verhaftet werden. Und was auch neu ist, wenn ihr mal unten rechts guckt, passiert gar nichts. Das war das, was ich zeigen wollte. Jetzt hier. Da, wenn ihr unten rechts guckt, seht ihr, dass man eine Leiste hat. Und das sieht einfach alles besser aus. Jetzt sind noch hier so Handschellen hinten drin und so. Es sieht einfach irgendwie runder aus. So, jetzt machen wir hier, wir sind schon mal bei 12 Minuten, leck mich am Arsch. Tab I. So, jetzt geht er nämlich auf den Boden. Und jetzt können wir im Backup-Menü in Code 2, was ist eigentlich in Code 3? Okay, EMS. Machen wir Code 2, Local Transport. Respects must place on the ground first. So, auf dem Boden. Dann steh mal auf, du Eckäumel. Ey, steh auf. Okay. Ja, chill. Ey, du stehst. Steh mal bitte auf hier. Was hat denn der Typ alles im... Egal. Kann ich den jetzt... Okay. Ey, bleiben Sie stehen. Achso, der wird jetzt mitgenommen, oder was? Und warum wird da jemand einfach erschossen? Kann man das mir einfach... Warum wird da jemand erschossen? Das ist wieder die Logik von LSPDFA, weißt du? Was machen die Typen jetzt? Wer ist jetzt hier? Egal. Wir haben jetzt unseren Einsatz beendet. Wir sind jetzt hier raus. Was auch immer die da als Ziel gerade verfolgen. Ja, bleiben Sie ruhig. So, gibt's ein Callout hier, Grand Theft Auto. Wobei, wir machen mal Grand Theft Auto. Und gehen dahin. So, ist denn der Typ? Ich hätte gern meine kleine Karte wieder. Hallo. Dann holen wir einmal Local Air und Local Patrol. Und ich habe auch jetzt mal, es gibt jetzt auch, man kann jetzt im Ordner die Pursuit-Sachen einstellen. Da habe ich jetzt mal ein bisschen das umgestellt, dass jetzt da die richtigen Einheiten und sowas kommen. Also die anderen Einheiten. Oh Gott. Nein. Also dass es halt jetzt ein bisschen gemischter ist mit den Einheiten. So, wo ist der Typ? Ist es der da? Also, die wurde schon verbessert, die KI, das sieht man schon, die fährt nicht mehr so aggressiv. Das ist auch echt gut. So, bleiben Sie stehen. Ah, dafür fand die anderen aggressiv. Bleiben Sie stehen. Ey, bleiben Sie stehen. Jetzt kann man mal sehen, wie die KI handelt.
Bei der KI passiert nämlich dasselbe. Die nimmt den jetzt auch fest. Werden wir hier entdecken. Und das Schöne ist, ich kann jetzt einfach mit ihm interagieren. Glaube ich. Geht das? Wenn ich hier so mache. Ah! Was ist das denn bitte? Lol, was macht der Typ? Nimm dir den jetzt auch mit? Wieso wird der schon wieder geschossen? Ey! Wir sind nicht in Syrien, ja? Hier schießt man nicht nach einem Einsatz. Der war jetzt böse. Egal. Was ist das bitte für ein Gewehr, Alter? Das muss aber was anderes als ein 9mm gewesen sein. Naja. So, wir steigen mal wieder ein und fahren weiter. Streife. So. Das war toller. Ich hätte jetzt gerne nochmal einen Einsatz mit ein bisschen. Bisschen Hintergrund. Pursuit of Armored Suspects. So, wir hängen uns da mal dran. So. Und vielleicht mal ein bisschen First-Person-Spiel noch. Also, man merkt auch, ich bin selber ein bisschen überfordert, auch gerade mit der Mod. Ja, den lass mal vorbei. Weil ich spiele das auch gerade zum ersten Mal quasi. Ich habe null Ich werde auch gleich, nachdem ich aufgenommen habe, noch ein bisschen offline spielen, ein bisschen rumprobieren. Sodass ich das dann zum nächsten Mal ein bisschen nicht so verpeilt daherkomme. Weil dann kriegt man nämlich auch was hin. Oh Gott! Das war ein kleiner Unfall. So. Wo ist er? Da hinten ist er. Das ist ein anderes Auto. Okay, die haben jetzt ein paar mehr Arten auch. Oh, wir werden beschossen. Wir machen mal hier Scharfschützen. Ich weiß auch nicht, warum das Fadenkreuz plötzlich so anders ist. Ey. Gehen Sie weg. Okay, warte, wir müssen mal eben hier. Ah, auf dem Boden. Warte mal, wieso verliere ich kein Leben? Okay, keine Ahnung warum. Bleiben Sie stehen! Alles ist gut. Ey! Bleiben Sie stehen. Scheiße, Alter, wir müssen mal wieder Schrotz hier. Okay. Okay, das bringt irgendwie nichts. Ich weiß nicht warum. Pursuit of Armored nochmal? Das ist ja super. Brauchen wir aber nicht nochmal. Sind alle gestorben, finde ich nicht gut. Naja, wir haben eine kleine Einschusswunde im Gesicht. Was ist das für ein Auto hier? Muss man das kennen? Ah, das ist ein. Na, wie heißt das von der Kuruma? Ist das, glaube ich. So. Ein Einsatz geht noch, habe ich gehört. Also ich muss echt gucken, dass ich da ein bisschen reinkomme, weil ich bin ja echt ein bisschen überfordert ein bisschen damit. Weil das schon ein bisschen was Neues ist, sage ich mal. Und auch weil ich noch nicht genau weiß, was jetzt da funktioniert und was da jetzt wieder nicht funktioniert und so. Ich hätte mir eigentlich noch ein paar Callouts erhofft, aber naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Das geht ja nicht. So, da hinten ist er. Ich habe ein Gefühl, dass die Polizei jetzt zu mächtig ist, die Backup-Dinger. Ich meine, ich setze hier ein paar Mal Backup und die haben den ja... Okay, so viel zu tun, die haben den Instant. Ich dachte gerade, die hätten den eingemauert, quasi. Wieso habe ich eigentlich ein Fahrtkreuz? Das ist jetzt auch neu von der Mod. Ich muss mal gleich mal im anderen GTA-Ordner gucken, ob das da auch so ist. Oh. Ja, geil, Alter. Das schießt mir gleich mal die... Lol, Alter. Okay, die Leute. Ich habe auch gesehen, dass die KI ein bisschen schneller fährt als in den anderen LSPD-Versionen. Aber ich habe ein Gefühl, dass die Polizei jetzt ein bisschen zu overpowered ist. Jetzt haben wir ihn, oder? Nein, fahr doch nicht weg, du... Okay, jetzt haben wir ihn, Komm. Raus. Aussteigen. Und die Hände nach oben. Okay. Beide auf dem Boden. Guck mal, das funktioniert doch. Geil. So, dann
Wir bräuchten aber ein bisschen Verstärkung hier. Ich kann alleine nicht zwei, also das mit dem Arrest ist auch noch ein bisschen fummelig, ne? Das müssen sie, aber vielleicht kommen da noch ein paar Hotfixes jetzt in den nächsten Tagen. So, meine, ich werde jetzt natürlich auch ein bisschen Feedback bekommen. So. Warum wird er jetzt erschossen? Hallo. Das ist doch scheiße. Nein, jetzt habe ich ihn auch noch umgebracht. Das gibt's doch nicht. Pass auf, wir probieren jetzt halt mal den Krankenwagen auf. Achso, weil da ist hier gar nicht drin, das ist ein Backup-Menü, ne? Guck mal, EMS zweimal, wir haben ja zwei Leichen. So. So, mal gucken, ob die jetzt kommen. Und ob die da was machen können, weil im richtigen Spiel, ist, also ohne der Mod, ist es ja so, dass der Krankenwagen die Leute gar nicht mehr wieder beleben kann. Der ist ja nur da und probiert die halt wieder zu beleben, aber es funktioniert halt nicht. Zumindest hat es bei mir noch nicht funktioniert, ich weiß nicht. In GTA 4 ging das ja noch, da hat es ja teilweise funktioniert, aber in GTA 5 irgendwie nicht. Oder sehr selten, kann natürlich auch sein. So, mal gucken, was sie jetzt machen. Wow. Okay, warte, das müssen wir nur mal... Ah, nee, warte, das andere Team, kümmert sich noch drum. Boah, das Licht ist so hell hier, ich muss mal eben davor stehen. So, machen die da jetzt was? Ich meine, den hier habe ich ja nur umgehauen. Also den könnten sie ja vielleicht wieder beleben. Hm, aber schaffen sie beide nicht. Toll. Na gut, ich würde sagen, Wobei, warte mal, eins möchte ich mal eben ausprobieren. Ich glaube, der Taser geht jetzt ein bisschen weiter. Warte mal, das probieren wir gleich mal eben aus. So, auf die Entfernung. Geht das? Das geht. Guck mal, der geht, glaube ich, weiter. Lebt er noch? Boah, jetzt komm. Hör auf zu zappeln. Hör auf zu zappeln. Oder warte mal. Das geht. Das geht. Das geht. Okay, der Taser geht auf jeden Fall weiter. Das ist krass. Wie weit können wir denn tasern, Alter? Das ist ja schon fast ein bisschen zu overpowered. Können wir in den Fernen tasern? Das geht tatsächlich. Weil es ist auch irgendwie cool. Können wir den da hinten tasern? Das geht. What the fuck? Wie weit geht denn der Taser, Alter? Ey, bleib auf dem Boden. Den können wir tasern. Den da hinten bestimmt auch. Ja. Die sollen mal ein bisschen nach oben rennen. Alter, ich glaube, wir können unendlich weit tasern, kann das sein? So, Moment, können wir hier irgendwas? Nee, ja, hier ist zu dunkel. Was ist, wenn mir jemand im Auto tasern? Geht das immer noch nicht? Ist das immer noch realistisch gemacht? Ey, bleiben stehen! Ach, guck mal, das ist auch so geil, merke ich gerade. Je näher der Typ ist, desto schneller kann man ihn überwältigen. Also den Typen kann ich jetzt... Nee. Warte mal. Guck mal, bei denen hier kann ich jetzt viel schneller takedown. Als jemand weiter weg ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Na gut, Leute, ich würde sagen, damit machen wir mal Schluss. Kann man eigentlich auch die Dinger zerschießen? Nö, kann man nicht. Okay. Ja, ich habe nur getasert. Chillt euch mal, ja? Ich würde sagen, in dem Sinne machen wir mal Schluss für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns ja weiter in Folge. Bis dahin habe ich hoffentlich ein bisschen mehr dazu gelernt. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, macht's gut. Tschüss.